So Leute, ich bin's mal wieder, euer Flustwee, zurück bei Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Im letzten Part haben wir einiges an Rätseln gelöst und nun lösen wir hoffentlich Coutons Rätsel, falls eins hat, und wenn nicht, dann auch nicht schlimm, aber wir haben ihn mal angesprochen. Guten Tag, ihr zwei. Habt ihr Ramon gefunden? Das haben wir, danke für eure Hilfe in dieser Angelegenheit. Das hört man gerne. Jetzt, wo ihr gerade hier seid, warum ruht ihr euch nicht etwas aus? Meine Fresse, Moment mal. Oh je, was habe ich nur wieder mit meinem Messbecher gemacht? Stimmt etwas nicht? Ich habe hier 16 Liter Wasser, die ich gerne gleichmäßig in 2x8 Liter aufteilen würde. Leider scheint sich mein Messbecher aus dem Staub gemacht zu haben. Könnt ihr das Wasser vielleicht irgendwie mit diesen 7 und 9 Liter Gefäßen aufteilen? Oh Mann, nicht schon wieder der Scheiß. Ach, hervorragend. Juhu, freue ich mich darüber. Du hast ein 16 Liter Gefäß voll Wasser, ein leeres 9 Liter Gefäß und ein ebenfalls leeres 7 Liter Gefäß. Die Gefäße haben keine Messskala. Kannst du das Wasser so auf das große und das mittlere Gefäß verteilen, dass beide genau 8 Liter Wasser enthalten? Oh nee. Oh nee. Ich hasse es so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen hasse ich das hier. Weiß auch nie wieso. Aber ich mag es nicht sonderlich. So. Ergibt das hier Sinn? Ich weiß es nicht. Nein, das ergibt keinen Sinn, weil, ja. Wie man sieht, sieht man nichts. So, jetzt haben wir 2x7. Das bringt mir genau was. Jetzt haben wir hier drin 5. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber ich probiere mal ein bisschen rum. Kann ja nicht schaden. Und das hier vielleicht jetzt 5 Liter und 9 Liter und dann haben wir in dem großen 7 Liter, aber macht das Sinn? Das macht gar keinen Sinn. Aber das ist halb so wild, weil was macht hier schon Sinn in dieser verkorksten Welt? Rein gar nichts. So, und jetzt haben wir hier wieder 5 Liter. Ganz hervorragend. Jetzt stehen wir wieder da, wo wir eben auch schon standen. Bin ja ganz stolz auf mich, dass ich das schon mal hinbekommen habe. Nämlich gar nichts. Ach Gottchen, ist das ein spaßiges Rätsel. So, 4 plus 7 sind 11, 4 plus 9, ja. Vergiss es. Das war hervorragend. Das hat nämlich gar nichts gebracht. Nochmal neu. So, einmal hier rein. Dann einmal da rein, bitte. Das könnte jetzt wieder ein bisschen länger dauern. Wenn es nicht interessiert, spult ein bisschen vor. Es könnte dauern. Es tut mir leid, aber so ist dieses Rätsel nun mal aufgebaut, dass es etwas dauert. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. So. Und nö? Genau. Bringt das jetzt was? Jetzt haben wir hier schon mal 6. Bringt das jetzt was, wenn ich das da reinfülle? Jetzt haben wir da drin so viel, jetzt haben wir hier drin so viel. Haben wir da drin noch ein. Dann haben wir jetzt hier drin... Ah, ja, wir haben's! Oh mein Gott! Das hat ja doch gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Oh mein Gott. Every puzzle has an answer. Nice. Wunderbar. Wenn du das Wasser oft genug umschüttest, hast du schließlich 8 Liter in beiden Gefäßen. Die kürzestmögliche Lösung besteht aus 15 Zügen. Ich habe leider nicht mitbekommen, wie viel es bei mir waren, aber das sehe ich dann wahrscheinlich in der Aufnahme. Oh genial. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Jemand wie euch hätte ich gerne in der Küche. Was ich noch sagen wollte, ich hörte gerüchteweise, dass der Entführer in unserem Turm haust. Ich habe noch nie Gutes über diesen Turm gehört. Haltet euch schön von ihm fern, in Ordnung? Alles klar. Ja, der Blumenstrauß, keine Ahnung. Kannst du Luke. Keine Ahnung, ob Layton den braucht, aber ich glaube, Luke braucht ihn auch nicht, aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal, wer ihn erstmal kriegt. Darum kümmern wir uns später. Es ist noch immer abgeschlossen. Wann hier wohl mal geöffnet wird? Nee. Ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Das Tor ist ganz verwahrlost. Ich denke, hier ist schon sehr lange niemand mehr gewesen. Außer blutrünstige Mörder. Aber es steht was auf dem Schild oder so. Achso.
Wow. Wow. Das hat sich ja gelohnt, das nochmal anzuquatschen. Obwohl. Okay. Ich dachte, vielleicht wäre hier noch ein Rätsel, aber nein, natürlich nicht. Was denke ich mir denn dabei? Also, nee. Flusty Boy, was denkst du dir? Okay, was habt ihr für Rätsel? Habt ihr Rätsel? Die Katze scheint sich ja gut mit der Maus zu verstehen. Meinst du, Luke? Ich hätte ja angenommen, dass die Katze die Maus gerade furchtbar quält. Aber wenn du sagst, die beiden verstehen sich, glaube ich dir. Natürlich, wenn es um Tiere geht, bin ich genau der Richtige. Übrigens, Professor, kennen Sie dieses Rätsel schon? Nein, kenne ich nicht. Hast mir noch nie erzählt von. Außer die 5000 Mal. Was ist E? E ist gleich ein Buchstabe. Oh mein Gott. Das hätte ja niemand gedacht. Die Überlegungsfolge ist A gleich 2, B gleich 3, C gleich 3 und D gleich 4. Das ergibt relativ viel Sinn, wenn man... Ich glaube, ich weiß sogar, worum es geht. Es geht um die Angrenzung, wie viele andere Felder an den Buchstaben jeweils angrenzen. So ein A, Grenze 1, 2, ja, genau 2. Dann hier 1, 2, 3. Das ergibt Sinn. An C grenzen angeblich 3. 1, 2, 3. Das hier unten C glaube ich nicht, weil es nur so die Spitze ist quasi. Und an D grenzen 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das ergibt Sinn. An E grenzen 1, 2, 3, 4, 5. Würde ich mal behaupten. Würde ich mal so sagen. Irgendwie sowas hat es damit auf sich. Nicht wahr? Nicht wahr? Hallo Sherlock. Ich bin nun Sherlock Holmes. Nennen Sie mich nicht Watson, nennen Sie mich Sherlock. Und vielen Dank, Watson. Gut gemacht, die Zahlen, die dem Buchstaben zugeordnet sind, beziehen sich auf die Anzahl der angrenzenden Bereiche. Richtig. Das hätte er ja nie erwartet. Und ich hatte schon gedacht, dieses Rätsel sei eine richtig harte Nuss. Leider war es wohl zu einfach. Das ist in der Tat wahr, Luke, aber dein Rätsel meistens leicht, weil du ein Lehrling bist. Du kannst gar nichts, Luke. Ich bin ein richtig Arschloch-Professor. Nein, der Professor würde sich natürlich verhalten wie ein wahrer Gentleman. Also nein, Luke, dieses Rätsel war exorbitant schwer und ich konnte es nur mit Hilfe von Sherlock Holmes lösen, aka Flash TV. Reden wir mit Lucy. Guten Tag, die Herren. Hey, ich verrate euch ein Geheimnis, wenn ihr dieses Rätsel löst. Ich kenne mich mit Geld nicht so aus. Deswegen kann ich euch leider nicht dabei helfen. Och, Menno, warum nicht? Rätsel 66. Nicht 666, schade. 5 Schnorrer. Ich bin der Größte, Entschuldigung. Jeder dieser 5 Personen hat sich Geld von einer der anderen Personen geliehen, sowie einer weiteren Person selbst Geld geborgt. Keine Person hat mehr als einer anderen Person Geld geliehen und keine 2 Personen haben sich gegenseitig Geld geliehen. Hier ist folgendes bekannt. B hat sich Geld von A geliehen. A hat sich kein Geld von E geliehen. D hat sich Geld von C geliehen. Von wem hat A sich Geld geliehen? Kreise eine Antwort mit dem Touchpen ein. Okay, warte mal. Also, B hat sich Geld von A geliehen. B, Schnurrer. Na toll. Man darf natürlich nicht zeichnen, okay. Von wem hat A sich Geld geliehen? Okay. Warte. So wie einer weiteren Person selbst Geld geborgt. Also, A hat B das Geld gegeben. Keine Person hat mehr als einer anderen Person Geld geliehen und keine 2 Personen haben sich gegenseitig Geld geliehen. Ja, es ist ja auch totaler Schwachsinn. Also von B kann A das Geld nicht haben. Okay. Das ergibt Sinn. A hat sich kein Geld von E geliehen, also B und E können wir ausschließen, das ist schon mal sicher. D hat sich Geld von C geliehen. Das heißt, C hat sich... Von wem hat A sich das Geld geliehen? Okay, warte mal. D hat sich Geld von C geliehen, das heißt, D kann nicht mehr leihen. Ausleihen. Und C hat schon gegeben. Das heißt, es müsste D sein. Oder? There we go. Oder? Jo, müsste D sein, genau. Richtig. Another puzzle solved. Check. Super. Stimmt genau. A hat sich Geld von D geliehen. Wenn du den Geldfluss nachverfolgst, wird die Antwort offensichtlich. Easy peasy lemon squeezy. Ui, ihr seid ja schlau.
Also gut, kommt etwas näher, damit ich euch mein Geheimnis sagen kann. Ich sehe tote Menschen. Nein, Spaß. Ich habe gehört, dass sich alle, die entführt werden, kurz vorher ziemlich krank fühlen. Bestimmt gibt das Tormonster seinen Opfern ganz ekliges Essen, bevor es zuschlägt. Oh, bestimmt ist es Hamburger-Eis mit Trüffeln und Mayonnaise und einer Menge Verderben. Oder so. Igitt. Ich find Blut lecker. Vielleicht sucht es sich auch nur die Schwächsten von uns heraus. Also mich nicht. Ich bin psychisch nur labil, aber sonst geht's mir gut. Aber was macht es dann mit den Leuten? Ich hoffe, es schließt ihre Gedärme auf. Was? Entschuldigung, ich glaube, Lucy hat einige ernsthafte Probleme. Huch, und ich auch, wenn mein 3DS andauernd irgendwo gegen dich. Wow, hier ist so viel los. Man möchte fast meinen, diese Bar ist belebt. Möchte man fast meinen. Möchte man aber auch dann wieder nicht, weil man sofort wieder rausgehen möchte. Weil hier einfach nichts ist. Hat der Fischkuttermann etwas? Er riecht bestimmt nach Fischkutter, wie deine Mutter. Warte mal. Ich kann keinen Hamburger Akzent gerade. Ein Kindel, willkommen. Wie eine Streichwurst, Weißwurst und manchmal sogar Hanswurst. Ne, das ist gerade so ein Ossi-Dialekt. Ich kann keinen Hamburger Dialekt mehr. Tut mir leid, mein Herr, aber wir sind nicht zum Einkaufen hier. Und ich dachte, ich könnte euch was Knackiges verkaufen. Zum Beispiel mein Arsch. Ihr seht irgendwie hungrig aus. Und wenn ihr keine meiner feinen Fleischwaren wollt, wie wäre es dann mit einem herzhaften Rätsel? Das klingt auch sehr vielversprechend. Ein Würstendieb, oh nein! Jemand hat Giuseppes Würstchen verputzt. Die vier verdächtigen Jungen sagen folgendes. Bebas, Bebas! Der hat sie alle gegessen! Ich war's nicht! Belügt, doch wie gedruckt. Nur einer dieser Lumpen sagt die Wahrheit, wohingegen die anderen, du kannst es schon lügen, dass sich die Balken biegen. Kannst du herausfinden, wer die Würstchen gegessen hat? Also, nur einer sagt die Wahrheit. Ich war's nicht. Belügt doch wie gedruckt. Bewas. Der hat sie alle gegessen. Also quasi, D... Und B? Also, wenn B sagt, der hat alle gegessen und D sagt, B lügt, dann können sie es beide nicht gewesen sein, oder? B war's. Der lügt wahrscheinlich auch. Ich war's nicht. Oder A sagt nur die Wahrheit und... Ich möchte ja jetzt nicht B diskriminieren, nur weil er fett ist, aber... Entschuldigung. B war's. Also, wenn der... Angenommen, der lügt, dann war es B nicht. Angenommen, B lügt, dann ist es D auch nicht. Also B und D wären dann draußen. Wenn C, die Wahrheit auch lügt, dann war er es. Und wenn dann D die Wahrheit sagt, dann hat D sie auf jeden Fall nicht gegessen. Ja, warte mal. Ich tippe jetzt einfach mal auf C. Ich sage einfach mal C war's, weil der so sagt, ich war's nicht. Und am Ende war's doch der. Sag ich doch. Ha. Erwischt. Every puzzle has an answer. So. C hat die Würstchen gegessen und der Einzige, der die Wahrheit sagt, ist D. Muhahaha. Wenn du annimmst, dass A der Übeltäter ist, ist sowohl die Aussage von C als auch die von D wahr. Wenn es B ist, haben alle drei anderen recht. Ist D der Kriminelle, haben wiederum B und C recht. Keiner dieser Möglichkeiten passt zu der Bedingung, dass nur einer die Wahrheit sagt. Tja. Jetzt mal habt ihr ein echtes Ländchen für knackige... Knackige Rätselkost, was? Wenn noch etwas mehr sein darf, lege ich noch ein wenig leckeren Dorftratsch drauf. Angeblich wohnt jemand in diesem düsteren, gruseligen Turm. Man muss schon ein komisches Huhn sein, wenn man freiwillig in so einer Räucherkammer lebt. Die Blumenvase kannst du laten, von mir aus mir vollkommen egal gerade. Gut, ich würde sagen, im nächsten Part
machen wir dann das Rätsel von dem hier, der gar nicht da ist. Stattdessen gucken wir hier hin, wo auch nichts ist. Aber dort ist was. Scheiße, müssen wir das Rätsel jetzt noch machen? Professor, schauen Sie mal, hier liegt etwas auf dem Boden. Du hast recht, es scheint ein Stück Papier zu sein. Sieh mal, ob es etwas draufgeschrieben ist. Ja, da steht etwas. Mal sehen. Der Chef hat heute meine neueste Kreation begeistert gelobt. Er ist ein guter Mensch und er gab mir eine neue Bestimmung. Ich habe meine Berufung gefunden. Ich will meine Arbeit tadellos ausführen, um ihm für seine Großzügigkeit zu danken. Das klingt sehr nach einem Tagebucheintrag, nicht wahr? Ich nehme stark an, dass mit der Chef der Baron gemeint ist. Ich habe für jeden Bedarf ein geeignetes Modell erschaffen, so wie der Chef es verlangt hat. Es macht mich froh zu sehen, wie sehr er sich für sie interessiert. Damit endet der Eintrag. Meinen Sie, diese Person hat beruflich irgendwelche Modelle hergestellt? Mir wird gerade so ein bisschen wieder die Story von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf klar. Aber mit diesem Wissen lasse ich euch jetzt alleine, denn ihr werdet das früher oder später in den anderen Parts erfahren. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski, euer Flass TV. Bye bye.